Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Filmfreunde, nachdem ich die Premiere im letzten Jahr offenbar einigermaßen fehlerfrei über die sprichwörtliche Bühne gebracht habe, wird mir in diesem Jahr nun erneut die große Ehre zuteil, die Laudatio auf eine ganz und gar außergewöhnliche und hinreißende deutsche Schauspielerin halten zu dürfen, die wir gleich mit dem Ehrenpreis dieses Festivals auszeichnen wollen. Eine in jeder Hinsicht vielseitige Künstlerin und eine wunderbare, hoch engagierte Frau. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Filmfreunde, geboren wird unsere heutige Preisträgerin am 5. Januar 1900 im oberschlesischen Friedland. Der Vater ist Offizier, die Mutter Tänzerin. Von den Eltern gefördert, kommt sie früh zum klassischen Ballett und zum Tanz, muss jedoch alsbald die Spitzenschuhe auch wieder an den Nagel hängen. Der Grund dafür ist simpel. Es gibt schlicht nicht genug tanzende Herren der Schöpfung, die mit ihrer Körperlänge mithalten können. Also ist ein Plan B gefragt. Der lautet Schauspielerei und geht mit rasanter Geschwindigkeit auf. Bereits mit 17 jungen Jahren wird sie vom Theaterregisseur Peter Zadek entdeckt und entwickelt sich an seiner Seite zur gefragten Bühnenschauspielerin. Sie spielt Frühlingserwachen unter seiner Regie, arbeitet mit weiteren renommierten Regisseuren wie Kurt Hübner und Peter Palitzsch an zahlreichen deutschen Theatern. Das nötige Rüstzeug dafür hat sie sich zuvor an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart geholt. Als staatlich geprüfte Schauspielerin, so die offizielle Berufsbezeichnung. 1966 erhält sie ihre erste kleine Rolle in einer Fernsehproduktion. 3 Tage bis Mitternacht heißt das Meisterwerk, in dem unsere Preisträgerin, das flügelt jetzt unsere Fantasie, eine 300 Jahre alte Außerirdische spielt, die auf den klingenden Namen Omega hört. 2 Jahre später, 1968, entdeckt sie das Musical als Titelheldin in My Fair Lady und Hello Dolly. Damit gelingt ihr der Durchbruch. Und ab Ende der 60er Jahre lockt sie der Film auf die großen Leinwände in den Kinosälen der Republik. Auch hier wird sie zum gefeierten Star, die Simmel-Verfilmungen und Jimmy ging zum Regenbogen und Liebe ist nur ein Wort, machen es möglich. Seitdem hat sie über 100 Frauenfiguren gespielt, hat ihnen Profil, hat ihnen Tiefe, hat ihnen Witz und hat ihnen Gefühl verliehen. Bis zum heutigen Tag zählt sie so zu den bekanntesten und beliebtesten Film- und Fernsehgesichtern in unserem Land. Aber auch die Liebe zur Bühne ist bei ihr über die Jahre und Jahrzehnte nie erkaltet. Legendär ist ihre grandiose und vielfach gefeierte Rolle als Marlene, in die sie seit 1998 weit über 600 Mal geschlüpft ist. Berlin liegt ihr dabei zu Füßen, so wie heute Hagen. All dem, was ich bis hierhin schon, wenn auch nur in geraffter Form erwähnen durfte, kommt doch noch so viel mehr dazu. Als gefragte Synchronsprecherin verleiht sie Weltstars wie Faye Dunaway, Jane Fonda, Audrey Hepburn, Bette Midler, Liv Ullmann oder Shirley MacLaine eine deutsche Stimme. Sie nimmt diverse Schallplatten, CDs und Hörspiele auf, fesselt ihr Publikum mit unzähligen Konzertabenden und Lesungen. Und natürlich gibt es auch zahlreiche Auszeichnungen für ihre grandiosen Leistungen. Die Goldene Kamera, gleich mehrfach den Goldenen Vorhang in der Kategorie beliebteste Schauspielerin, sowie Auszeichnungen der Deutschen Akademie für Fernsehen. Und sie erfährt zahlreiche Ehrungen, darunter die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes erster Klasse für ihr mittlerweile über 30-jähriges, sehr persönliches Engagement für die Belange der AIDS-Hilfe, insbesondere. Meine sehr verehrten Damen und Herren, freuen wir uns, dass sie der Einladung der Festivalleitung gefolgt ist und heute hier zu uns nach Hagen gekommen ist. Freuen wir uns auf die Ehrenpreisträgerin des diesjährigen Hagener Kurzfilmfestivals und begrüßen Sie ganz herzlich mit mir, Judy Winter. Frau Winter, Sie haben auf so vielen Bühnen gestanden, vor so vielen Kameras. Jetzt liegt Ihnen hier Hagen zu Füßen. Wie fühlt sich das an? Großartig. Wo kommt der Preis hin und wie viele stehen da schon? Ach Gott, der hat natürlich einige Konkurrenten, aber der ist ja jetzt neu und sehr schön und sehr hübsch und dann wird er auch schon weiter nach vorne rücken. Das sind ja gute Aussichten für Hagen.
Gibt es denn noch irgendwas, was Sie dem Publikum hier mitteilen möchten? Ja, das ist ein altes Buddha-Wort. Ich bin keine Buddhistin, also ich weiß zu wenig darüber, aber ich fühle mich dem Buddhismus sehr nahe, weil man nicht sagen kann, lieber Buddha, mach doch mal oder hilf mir doch. Also man muss es immer selber machen. Man kann nicht sagen, lieber Gott, also jetzt mach du mal. Er hat gesagt, du bist, was du denkst. Und das ist ein schreckliches Wort eigentlich, weil es so wahr ist. Ich kann noch so viel lügen und noch so viel lächeln. Und wenn ich einfach geizig bin oder missgünstig, neidisch, es wird sich zeigen. Und deshalb wünsche ich immer, wenn ich auch Autogrammkarten schreibe, gute Gedanken. Danke schön. Danke schön, dass wir unser Festival beehren. Ich hoffe, Sie feiern noch eine Runde mit uns später bei der Aftershow-Party. Aber selbstverständlich. Das war die richtige Antwort. Danke.